Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und in diesem Video zeige ich euch die neue Windows 10 Insider Preview Build 14.316, welche erst gestern veröffentlicht wurde und für alle Mitglieder des Windows Insider Programms im FastRing erhältlich ist. Microsoft hat mit diesem Update sehr viele Neuerungen ausgerollt und ich werde versuchen, einen Überblick darüber zu geben, was alles neu ist mit dem Update und ob ihr überhaupt aktualisieren solltet, wenn ihr euer Gerät verwenden wollt. Also schauen wir uns einmal an, was neu hinzugekommen ist. Und dazu starte ich gleich mal den Microsoft Edge Browser und schaue mir an, was es denn für einen Changelog gibt. Ich kenne einige Änderungen auswendig, manche aber auch nicht. Aber dazu gleich einmal mehr. Erstmal gehe ich in den Edge-Browser, wo jetzt auch Erweiterungen zu finden sind. Und ich habe hier schon eine installiert, das ist die Reddit Enhancement Suite. Und wenn ihr hier auf den Get Extensions from the Store geht, dann könnt ihr im Microsoft Store bzw. auf der jeweiligen Website einige Erweiterungen herunterladen. Beispielsweise Mouse Gestures, Pinned Button für Pinterest oder der OneNote Clipper. Und den werde ich jetzt mal herunterladen. Außerdem neu ist, dass ihr im Edge-Browser jetzt bestimmen könnt, ob eine Datei überhaupt gespeichert werden soll, was ja bisher nicht ging. Und ihr könnt auch sagen, wo sie gespeichert werden soll, also speichern unter. Das mache ich jetzt mal. So, das sollte dann doch eigentlich im Download-Ordner sein. Und führt die Datei dann aus. Dann ein bisschen und erst dann können wir hier unter Extensions bzw. Erweiterungen Load Extension gehen und den Ordner dann auswählen, rechts unter Select Folder und schon ist der OneNote Clipper installiert und ihr könnt das Tool dann auch als Plugin bzw. als Erweiterung im Edge Browser nutzen. So viel dazu. Dann gibt es natürlich noch die Kommandozeile Bash unter Windows. Dazu hat Microsoft ein Linux-Subsystem in Windows 10 integriert, das ich jetzt aber nicht herzeigen werde, weil ich dafür einerseits die Entwicklereinstellungen aktivieren muss und andererseits noch einen Reboot machen muss dafür. Andererseits gibt es einige neue Funktionen für Cortana und die sind besonders interessant. Denn wenn ich jetzt beispielsweise beim Smartphone einen relativ leeren Akku habe, beziehungsweise irgendwo bei 10%, angekommen bin, dann benachrichtigt Cortana am PC, dann bekommt ihr hier unten rechts dann eine Meldung, dass euer Smartphone der Smartphone-Akku fast leer ist. Außerdem kann Cortana euer Smartphone finden, aber wie ich bislang ausprobiert habe, funktioniert das nicht ganz so toll, obwohl am Smartphone auch, also in meinem Fall ist es ein Lumia 830, auch Find My Phone, also aktiviert ist, funktioniert das nicht und ich zeige das mal her, wie das geht. Geht einfach zu Cortana und sagt Find my phone. Sure, I'll try and find your phone and I'll let you know if I do. It could take a couple of minutes. Also ja, das könnte ein paar Minuten dauern. Normalerweise findet sie es allerdings nicht und bei mir hat es auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Aber womöglich kommt das ja noch. Wir schauen einfach dabei weiter und vielleicht meldet sich ja dann irgendwann mein Smartphone. Und was noch möglich ist, ihr könnt Karten bzw. Routen aus der Karten-App über Cortana zu eurem Smartphone synchronisieren. Und zwar sage ich jetzt beispielsweise Directions to Vienna. Okay. Getting you directions to ENA's Nederkastlade in EU. Okay. Und ich gehe hier jetzt einfach auf Go. Cortana schaltet also am PC die Navigation ein und am Smartphone bekomme ich dann in Kürze bzw. ein paar Sekunden eigentlich die Benachrichtigung, dass eben die Karten zur Verfügung stehen. Und ich einfach am Smartphone dann weiter navigieren kann. Dauert ein paar Minuten, bis das am Smartphone ist und das geht dann auch ziemlich gut. Generell soll das
am PC jetzt ein bisschen wichtiger werden, dass Nutzer mit dem Anniversary Update dann eine bessere Synchronisation zwischen Smartphone und PC haben. Das soll mit Windows Phone und Windows 10 funktionieren, genauso aber auch mit Android mit ein paar Einschränkungen, aber grundsätzlich soll es eben die Synchronisation zwischen Windows 10 und einem Smartphone viel besser gestalten und auch ein engeres Ökosystem einfach bieten. Was noch neu ist, das ist die neue Skype Universal App und die schauen wir uns auch gleich an. Die ist erst vor kurzem angekündigt worden und in dieser Build ist sie erstmals enthalten und hier haben wir die schon. Also im Grunde ist die App ja wirklich nichts Besonderes, denn es ist praktisch die Integration in Windows 10 Mobile und Windows 10 von Skype in eine ja relativ schöne App gepackt. Also wirklich viel kann die App nicht im Vergleich zu der Integration. Sie sieht ein bisschen hübscher aus, sie ist ein bisschen heller, bisschen freundlicher insgesamt. Und ja, der große Vorteil, denke ich, ist, dass jetzt einfach alle Funktionen an einem Ort sind und nicht in der Skype-Video-App und dann in der Telefon-App und dann in der Nachrichten-App. Also, dass da eine kleinere Fragmentierung einfach da ist. Ich denke, das ist im Grunde der einzige Vorteil, den die App gegenüber der Integration bietet. Dürfte aber ansonsten keinen Unterschied machen. Wir schauen mal in die Einstellungen, was man da machen kann. Also ich kann hier festlegen, also einerseits kann ich mich abmelden oder anmelden mit meinem Microsoft-Account. Ich kann meine Kontakte nutzen, kann dann auch Benachrichtigungen festlegen, ob ich meine Kontakte synchronisieren will, ob ich meinen Ort teilen will und ob Advanced Logging passieren soll. Ansonsten habe ich hier meine Kontakte, also meine Favoriten hier eingetragen. Dann habe ich hier den Echo Sound Test Service von Skype. Und ja, jetzt zeige ich einfach mal her, wie hier das Interface aussieht, also was man hier machen kann. Ich kann hier ganz normal schreiben. Habe hier dann die verschiedenen Emojis, wo dann auch einige dazugekommen sind. So, das sind hier, glaube ich. Und ruf mal da jetzt einfach mal an. Und ich zeige mal her, so sieht das. Okay. So sieht auf jeden Fall dann das Interface aus, wenn man einen Kontakt anruft. Und im Grunde ist es wirklich nichts Besonderes. Ich habe hier die Stummschaltefunktion, die Videofunktion, die ja hier funktioniert. Okay. Und im Grunde ist es wirklich nichts Besonderes. Die App kann tatsächlich nicht mehr als die Skype-Integration in Windows 10. Beispielsweise könnt ihr noch keine Gruppen erstellen, also keine Gruppenanrufe erstellen, keine Gruppenchats überhaupt. Aber ihr könnt diesen beitreten, ihr könnt natürlich mitschreiben und mitdiskutieren, aber ihr könnt nicht selber diese erstellen. Das soll in den kommenden Updates kommen. Und generell, ihr könnt auch zum Beispiel vom PC aus nicht den Bildschirm teilen, also das ist auch nicht möglich. Wirklich nur grundlegende Funktionalität, Bilder senden, Emojis senden, anrufen, sich melden und solche Dinge funktionieren. Für alles andere werdet ihr auf jeden Fall unter Windows 10 die Desktop-App benötigen. Am Smartphone bzw. im Windows 10 Mobile Smartphone habt ihr ja keine andere Wahl, als diese App dann zu verwenden. Okay, das war's einmal von der Skype-App. Was außerdem neu ist, das sind die Verbesserungen im Action Center. Also zu sehen sind die jetzt aktuell noch nicht. Und zwar deswegen, weil einfach noch keine Apps diese neue Funktionalität unterstützen können. Aber grundsätzlich hat Microsoft eine neue API zur Verfügung gestellt, die den Apps erlaubt, dass sie dann wesentlich mehr Informationen zeigen. Microsoft hat dazu bislang nur Screenshots veröffentlicht auf der Bildkonferenz. Und zu sehen ist das ja aktuell noch nicht. Dafür aber eine Veränderung in den Einstellungen. Wenn ich jetzt unter System zu Benachrichtigungen gehe, da sehe ich dann die Auswirkungen dieses neuen Benachrichtigungscenters bzw. der Verbesserungen daran. Und hier kann ich die Apps anzeigen lassen, welche Benachrichtigungen senden. Ich kann die hier deaktivieren oder aktivieren. Und als einzige App, die das kann, ist bei mir aktuell OneDrive installiert. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann habe ich hier unten ein paar Optionen, nämlich Top, High und Normal. Das ist eben die Priorität.
welche die OneDrive-App in dem Fall im Action Center hat. Das heißt, wenn ich hier auf High gehe, dann hat das zumindest eine höhere Priorität als eine App, die in Normal ist. Ich sage mal so, wenn ihr Facebook beispielsweise in Normal habt und WhatsApp in High, dann werden euch die WhatsApp-Benachrichtigungen über den Facebook-Benachrichtigungen angezeigt. Und wenn ihr dann, ich sag mal, eine Telegram-App habt und die dann auf Top einstellt, dann wird die immer ganz oben angezeigt. Und wenn ihr hier Top auswählen wollt, so. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr hier bei der App dann ab auf Top geht, oh, deswegen, dann müsst ihr das erstmal bestätigen. Das heißt, keine Anwendung kann sich selbst als ja, die wichtigste Anwendung im Infocenter positionieren. Das heißt, das geht nicht. Außerdem könnt ihr festlegen, wie viele Benachrichtigungen von dieser App, also wie viele von einzelnen Benachrichtigungen in dieser App, von dieser App im Benachrichtigungscenter angezeigt werden. Hier haben wir die Auswahl aus 1, 3, 5, 10 und 20. Das ist beispielsweise bei der Mail-App recht praktisch. Wenn ihr recht viele Mails bekommt, dann könnt ihr einfach sagen, okay, die Mail-App soll maximal 5 aktuelle Nachrichten anzeigen und den Rest dann als quasi Zusammenfassung muss man draufklicken und dann bekommt man erst die Info. Also das ist recht praktisch, finde ich. Und ja, ansonsten gibt es hier nicht wesentlich viele Veränderungen, zumindest keine, die wir aktuell sehen können. So, dann, was wir aber sehen können, sind die Veränderungen an der Personalisierung. Da hat Microsoft einige neue Optionen geboten. Und zwar gehen wir hier auf die Einstellungen, Personalisierung und dann erstmal auf die Farben. Was wir jetzt können, ist, wir können hier zwischen Light und Dark auswählen, das heißt ein dunkles Theme. Und da werde ich auch gleich gefragt, wie zufrieden ich damit bin. Und ja, das ist eigentlich nichts Besonderes im Grunde, hat es schon gegeben. Und zwar als Registry Key in den vorherigen Insider Builds. Also das heißt, einige haben das schon von euch wahrscheinlich auch schon getestet, wie das so im dunklen Modus aussieht. Und ich zeige da mal gleich den Store her. Und ja, in Schwarz ist das ziemlich schön, sehr augenschonend, finde ich. Und ja, was euch besser gefällt, ich finde das Schwarz auf jeden Fall auch besser und werde das auch gleich so lassen. Was ihr noch einstellen könnt, ist, dass hier in der Taskleiste und im Action Center eine Farbe angezeigt wird. Das heißt, ich habe hier mein ja, Blau-Türkis. Dann sieht das so aus. Ich kann das natürlich auch deaktivieren, wenn ich mag. Dann haben wir hier Schwarz. Außerdem gibt es jetzt auch farbige Titelleisten, was jetzt aber bei dieser App irgendwie nicht angezeigt wird. Ich glaube, dazu muss ich eine App neu starten. Dann nehmen wir einfach mal die Xbox App. Die hat ihre eigene Titelleiste. Ah doch. Also ihr seht hier, die Titelleiste ist dann in der Farbe der Akzentfarbe. Das schaue ich auch gleich. Ja, dann sieht das wahrscheinlich bei den Einstellungen ähnlich aus. Okay, interessant. Jetzt ist die schwarz, aber toll. Das ist auf jeden Fall so. Und was gibt es noch Neues? Schauen wir gleich nach. Es sind wirklich wahnsinnig viele Änderungen und dadurch weiß ich auch nicht ganz auswendig, was da alles dabei ist. Ja, im Grunde war es das eigentlich schon. Von der Personalisierung her, es gibt wirklich viele Neuerungen. Eine Option ist in den Einstellungen dazugekommen und das freut mich persönlich sehr. Und zwar beim Notebook habt ihr hier natürlich die Batterieanzeige und wenn ihr jetzt auf Power and Sleep Settings geht, dann gibt es jetzt tatsächlich auch die Batterieeinstellungen hier in der Einstellungs-App und dazu muss man nicht mehr entweder ins Mobilitätscenter wie bisher oder in die Systemsteuerung und das finde ich eigentlich ziemlich klasse. Hier könnt ihr einige zusätzliche Einstellungen festlegen, beispielsweise wann der Bildschirm ausgehen soll, wenn ja, der Laptop einfach nicht berührt wird. Aber für zusätzliche Einstellungen, wenn ihr beispielsweise den Energiesparplan bearbeiten wollt, da gibt es ja wahnsinnig viele Optionen, dann muss man dennoch weiterhin in die Systemsteuerung. Ja, im Grunde ist es das schon gewesen. Von dem her schauen wir mal noch gleich weiter. Das Feedback gehabt ist aktualisiert worden.
Und zwar gibt es jetzt Kommentare und ich schaue gleich mal hier in der App-Liste, ob ich noch irgendwas finde, was Neues. Ich sehe hier einmal die Connect-App. Starten wir mal das. Und schauen wir nochmal weiter, ob ich dann noch irgendwas finde, was neu sein könnte in dieser Build. Also grundsätzlich, Test-Taker ist auch neu. Da weiß ich aber schon, was passiert, wenn man den startet. So, der stürzt nämlich ab. Genau. Ich weiß nicht, was genau jetzt diese Test-Taker-App ist. Könnte sein, dass das, also vom Logo sieht das auf jeden Fall so aus, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine Umfrage, ein Fragebogen. Kann genauso gut eine To-Do-List sein. Was wir hier haben, was jetzt eingeschaltet ist, das ist die Connect-App, die ist ebenfalls neu in dieser Build und was die eben macht, ist, ihr könnt kabellos von einem Gerät zum anderen verbinden und zwar mittels dieser App. Ich habe jetzt aktuell leider kein anderes Gerät in dieser, mit dieser Build im Haus, deswegen kann ich vermutlich auch kein anderes Gerät damit verbinden. So, grundsätzlich war es das schon eigentlich. Es gibt natürlich zahlreiche kleinere Dinge, die hinzugekommen sind. Beispielsweise beim Lockscreen, dass man jetzt den Hintergrund vom Lockscreen auch beim Anmeldebildschirm hat. Das ist jetzt automatisch gemacht worden seit den neuen Redstone-Builds. Und generell gibt es wahnsinnig viele Änderungen zum Anniversary-Update. Und wenn ihr einen Überblick darüber haben wollt, was da alles drin ist, dazu haben wir einen eigenen Artikel, wo wir alle diese Änderungen, die Microsoft im Zuge der Bildkonferenz vorgestellt hat, auch herzeigen. Beispielsweise ist hier auch die Möglichkeit beschrieben, wie man sich mittels Windows Hello, also biometrischem Scannen, einloggen kann im Internet, also mittels Microsoft Edge. Dann die Windows Ink-Plattform, wie Cortana ausgebaut wird, wie das Action Center auch verbessert wird. Da gibt es ganz, ganz viele Details dazu. Die Synchronisation von Benachrichtigungen zu Android. Also wirklich, wirklich alles geklärt, was das Anniversary Update im Sommer dann bringen wird. Und auch ganz viele Details zu den einzelnen Features. So, das war es auch schon von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.